Okay, hallo zu dem Regalbücher-Video, wonach ihr uns ja alle schon gefragt habt. Wenn ihr euch wundert, warum da immer so ein bisschen Platz gelassen ist in den Regalen, das machen wir einfach, weil wir ja ordentlich lesen und damit wir nicht immer wieder umräumen müssen, haben wir immer ein bisschen Platz gelassen oder auch immer Bücher rausgestellt. Ja, und alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Da sind dann auch die Rezensionen verlinkt, die wir schon zu den einzelnen Büchern abgedreht haben. Ja, und jetzt wollen wir einfach mal anfangen, ne? Ja, dann tobe ich mal los. Und zwar geht es los mit Ben Aronovitz, Die Flüsse von London. Das ist ein übersinnlicher Krimi, der sinnigerweise in London spielt. Die Rezi davon findet ihr auch unten in der Box. So, dann habe ich hier von Olivier Adam Gegenwinde, ein Buch über eine Familie, wo die Mutter von einem Tag auf den anderen verschwindet, ohne etwas zu sagen, ohne ihr Portemonnaie mitzunehmen. Sie ist einfach weg und die Familie muss jetzt sehen, wie sie damit klarkommt. Was mit der Frau geschehen ist, warum sie verschwunden ist, war bis zum Ende wirklich sehr spannend. Und die Rezension findet ihr auch unten in der Infobox. Ja, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Wir haben nur den einen Teil, den habe ich auch nur gelesen, mal hatten abgebrochen. Und ich stehe ja überhaupt nicht auf Sci-Fi und auf Weltall, aber dafür, dass ich das durchgelesen habe, das ist eigentlich schon, glaube ich, dann ein Kompliment an das Buch. Ja, und hier haben wir meine allerliebsten Tiere, Andrea Adler. Das ist ein Buch. Habe ich früher mal zum Geburtstag bekommen. Aber wie ihr sehen könnt, hier und hier, das war unsere allerliebste kleine Dogge, wie sie Milchzähnchen hatte. Und sie kam leider an das Buch an. Ja, Für Dann immer vielleicht von Cecilia Ahern ist ein ganz tolles Buch. Ihr seht da vorne das pinke, der Rosie Dunn, das ist das gleiche Buch, nur nochmal auf Englisch, beides mehrfach gelesen und von mir total geliebt, diese Geschichte. Ja, ein absolutes Top-Buch. Ja, das Buch haben wir auch zusammen gelesen. Genau, also ein, zweimal, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das Hörbuch hatten wir auch gehört und es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Buch. So, Ein Moment fürs Leben. Habe ich ja letztes Jahr gelesen. Ich fand es anfangs, die ersten 100 Seiten habe ich mich aufgeregt über das Buch. Das glaubt ihr nicht. Aber dann hat es sich entwickelt und es wurde dann trotzdem für mich noch zum 5-Sterne-Buch, was mich auch sehr zum Denken angeregt hat. Ja. So, dann haben wir hier nochmal Cecilia Ahern. The Book of Tomorrow, das hatte ich mir damals schenken lassen, ich glaube zu Weihnachten von meiner Tante. Und ja, da hatte ich eine englische Bücherphase, nur die war dann schon wieder vorbei, als ich zu dem Buch gegriffen habe. Und deswegen steht es da und wartet auf mich. So, dieses Buch haben wir günstig mal in einer Bücherei gekauft. Also es ist nicht geklaut. Also es ist nicht geklaut, auch wie die anderen nicht, das werdet ihr häufiger bei uns sehen. Isabel Allende, Fortunas Töchter. Tochter. Tochter. Genau, und das hatte ich angefangen zu lesen, fand es auch richtig gut, aber dann kamen andere Bücher mir über den Weg und jetzt komme ich nicht mehr in das Buch rein. Aber nochmal die ersten 100 noch was Seiten lesen, habe ich jetzt keine Lust drauf, also warte ich jetzt noch ein paar Jahre. So, dann haben wir hier von Ewald Ahrens, Der Duft von Schokolade, ein Buch, das sehr sinnlich ist. Es geht um Gewürze, es geht um Schokolade natürlich und es geht um eine sehr, sehr leidenschaftliche Liebe. Die Rezi steht auch unten schon in der Box. Dann von Elisabeth von Arnim, Alle meine Hunde. Ma hatte mal eine Zeit einen richtigen Hundetick. Den habe ich zwar immer noch, aber ich tobe es jetzt lieber direkt an den Hunden aus. Ihr werdet es jedenfalls sehen, dass Ma reichlich Bücher zum Thema Hunde hat. Obwohl wir uns da auch schon von vielen getrennt haben. Ja, dann Ewiglich die Sehnsucht von Brody Ashton. Die Rezension findet ihr auch schon unten im Netz. Ein sehr schönes Buch, das sich um das Thema Unsterblichkeit rankt. So, dann haben wir Dämonenherz von Robert Asprin oder ja, Asprin. Das sind die ersten drei Bände und ich fand die jetzt nicht so toll. Es ist einfach nicht mein Humor. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es so der gleiche Humor sein könnte wie der Film The Highness mit Natalie Portman. Also wenn ihr den gut fandet, solltet ihr euch vielleicht eventuell mal Dämonenherz ansehen. So, dann kommen wir zu Tante Dimity und das ist diese ganze Reihe. Das sind, hier stehen 15 und ich habe jetzt das 16. Buch
noch dazu bekommen, aber das steht noch auf dem Sockel. Aber dazu gibt es noch ein einzelnes Video. Da sagen wir auch, dass man eigentlich mit dem zweiten Band anfangen sollte. Denn das ist die Vorgeschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, stehen Sie wirklich in der... Ja, das ist das. Also mit dem sollte man eigentlich anfangen. Das ist Tante Dimity und der verschwiegene Verdacht. Und dann geht es eigentlich wirklich richtig los mit Tante Dimity. Und das geheimnisvolle Erbe. Und das geheimnisvolle Erbe. Ja, und hier oben sitzt der kleine Reginald. Sina mag ihn ja gar nicht, weil er so schön ist. Ach, ich finde das widerlich. Es sollte keine Stofftiere geben, die knistern. Mit Knisterohren. So. Ja, dann noch das kleine Volk. Von David Augart. Steve Augart, also es war sehr, ich kann mich da jetzt eigentlich wirklich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht mehr so unbedingt dran erinnern. War jetzt also nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss die Reihe weiterverfolgen. War ganz nett, aber es hat jetzt nicht unbedingt einen riesigen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und natürlich die Klassiker Jane von Austen. Genau, Stolz und Vorurteil und Verstand und Gefühl. Aber bei beiden Büchern muss ich sagen, also Verstand und Gefühl haben wir beide abgebrochen. Ja. Stolz und Vorurteil habe ich 2-3 Mal gelesen. Ich habe es auch gelesen, aber die Verfilmungen sind einfach schön. Genau, und in diesem Sinne, also von Verstand und Gefühl bzw. Sinn und Sinnlichkeit können wir euch auch nur die BBC-Verfilmung, die neue, ans Herz legen. Und wer Jane Austen-Fan ist, sollte sich unbedingt mal die Serie Lost in Austen angucken. Genau. Ja. Ja, und hier haben wir von Richard Bach Die Möwe Jonathan. Das Buch ist ja auch verfilmt worden, war eine Zeit lang Kult. Ich fand es jetzt nicht ganz so toll. Und Der unsichtbare Ring, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Dann haben wir hier Die kleine Hexe feiert Weihnachten. Ein ganz, ganz süßes, kleines Geschenkbuch für große Hexen und auch kleine zu Weihnachten. So, dann von Sergio Bambaren, Der träumende Delfin, war jetzt, ist ja auch ein Kultbuch. Ich weiß, viele von euch lieben es. Mich konnte es jetzt nicht begeistern. Vielleicht einfach nur zur falschen Zeit, wer weiß. Ja, Anjali Banerjee, die Bücherflüsterin, ist natürlich der Traum von jedem, der Bücher liebt. Ein kleiner Buchladen, in dem dann nachts auch mal der Geist von Jane Austen umgeht und wo es wirklich für jeden das richtige Buch gibt. Ein ganz, ganz tolles Buch. So, dann für mich ja der Flop von 2011 gewesen. Maria Babalen, Emma. Das Buch hat mich deprimiert und ich will dazu auch echt nichts weiter sagen. Das hast du auch schon oft genug. So, dann haben wir hier Elisabeth Barbier, Julia von Mogador, Ludivine von Mogador und Dominique von Mogador. Die sehen sehr unspektakulär von vorne aus. Nehmen wir doch einfach mal dies hier raus. Das war auch mein Lieblingsbuch aus der Serie. Damit fing es eigentlich auch an. Ich habe es auch gelesen in meiner Jugendzeit. Ja, es ist halt, Ludivine ist eine wilde, starke Persönlichkeit. Sie passt nicht so ganz in diese angepasste Zeit, zu der das Buch spielt. Sie heiratet Frederik von Mogador und es ist eine Ehe voller Leidenschaft und ja, das Buch hat mich total angemacht. Ich glaube, meine Schwester, wenn die nur den Titel hört, Ludivine von Mogador, verdreht die nur die Augen, hat mich im Alter von 14 bis 16, 17, also absolut verfolgt. Ich habe es zigmal gelesen und die beiden Bücher, damit fängt es an, Julia von Mogador und Dominique von Mogador, habe ich an einem Tag auf einem Flohmarkt dann an unterschiedlichen Ständen noch dazu kaufen können. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, Michelle Bartsley, Vampire zum Frühstück, das ist auch so ein Buch, das habe ich gelesen und habe es danach mehr oder weniger auch sofort wieder vergessen. Ich kann mich noch ein wenig an die Details erinnern, wenn man mir davon erzählt hat, aber ich glaube, du fandest es nicht so ganz toll. Also jedenfalls so, dass Mars aus dem Kopf geworfen hat. Ja, raus damit. So, dann... Von Alessandro Baricco Novecento. Und das Buch ist ein kleines, aber feines Büchlein über einen jungen Mann, der sein ganzes Leben auf einem Schiff verbringt und nie an Land geht. Wirklich sehr lesenswert, sehr klein, sehr, ja, aber lesenswert. Genau. Ich fand's gut. Michel Baron, Als sie ging, ein Buch, das sich um Trauerbewältigung rankt. Mir hat das damals sehr gut gefallen, aber es ist auch schon wieder länger her, dass ich das gelesen habe. Nicolas Barrault, Du findest mich am Ende der Welt. Genau, dazu findet ihr auch unten eine Rezension. Ich habe ja einen totalen Paris-Tick und dann kommt man an den französischen Nicolas Sparks ja nicht vorbei.
So, Thorsten Becker, Fritz. Ich wollte unbedingt mal eine Bio über den guten alten Fritz lesen. Ich habe sogar gesehen, dass das für dieses Jahr wohl mehr als angesagt ist. Ob ich mich trotzdem dazu durchraffen, das weiß ich noch nicht. Aber er ist halt eine Persönlichkeit, die mich auch interessiert. Und es müssen ja nicht immer die Staatsmänner aus anderen Ländern sein, um die man sich bemüht. So, dann kommen wir zu Frank Bedua, der Spiegellabyrinth. Ist eine Fortführung von Alice im Wunderland. Mit einem sehr interessanten Twist. Es sollte eine Trilogie werden, aber ich glaube, die haben nur 2 Bände rausgebracht. Ich bin mir da aber wirklich nicht sicher. Ich fand die Idee einfach nur genial und es spielt ein wenig in viktorianischen England und halt im Wunderland. Ja, und es sieht schon so ein bisschen Burton-mäßig aus. Gefiel mir eigentlich auch sehr gut. Dann Hans Bemmann, Stein und Flöte, und das ist noch nicht alles, ein Märchenroman, ziemlich dick, und der hat mir damals auch sehr gut gefallen. Ma hat es fast jedem empfohlen, der bei uns durch die Tür kam. Ja, also Quintessenz war dann, alles kommt zu dem, der warten kann. Damals hat es mich sehr begeistert. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich heute noch so vom Hocker reißen würde, aber es ist mit Sicherheit damals eine Riesenempfehlung von mir gewesen. Ja, Bergius, das Medaillon, auch nicht sehr spektakulär. Wenn man mit Ma länger zu tun hat, wird man früher oder später über das Buch irgendetwas hören, weil sie immer noch beschäftigt nach all diesen Jahren. Ja, es ist eben ein Reinkarnationsroman und es ist ein Pärchen, das durch die verschiedenen Epochen geht, und zum Schluss steht dann immer wieder und wieder sind sie gescheitert. Mal ist es an Habgier, an Eifersucht oder was immer sie sich da wieder in den Weg geworfen hat, und zuletzt spielt es halt in unserer Zeit. Und es ist eben so die Frage, gibt es das wirklich, Reinkarnation? Warum fühlt man sich zu bestimmten Epochen der Zeitgeschichte eben hingezogen? Und warum interessieren einen andere so gar nicht? Ja, Maeve Binchy, Ein Haus in Irland, das sollte vielen ein Begriff sein, denn es wurde auch verfilmt mit Annie McDowell. Ich kenne nur den Film, man hat auch das Buch gelesen. Ja, aber es ist auch schon länger her, also da ist mir jetzt auch der Film mehr im Gedächtnis. Birkegaard, dieser schöne Name. Die Bibliothek der Schatten war wirklich sehr, sehr spannend. Die Rezi findet ihr auch unten in der Box. Ja, ich liebe ja Hexenbücher. Annette Blair, Hexen mögen es heiß, aber da war mir die Hexe nicht hexisch genug. War ganz nett zu lesen, aber wie gesagt, da fehlte mir doch noch ein bisschen mehr Magie. So, dann haben wir von Alberto Torres Blandina, Salvador und der Club der unerhörten Wünsche. Das habe ich gerade erst gelesen. Ich fand es sehr, sehr gut, aber dazu wird es keine Rezension geben, weil ich einfach denke, das muss man für sich erarbeiten, erlesen, dieses Buch. Und ja. Das ist auch so ein esoterischer Roman, Gesetz dem Fall, es gebe dich, eine fantastische Erzählung von Christine Blasius. Sie erschafft eigentlich mittels Gedanken ein Feuerwesen, wenn ich mich so richtig erinnere. Ich habe es damals ganz gern gelesen, ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde. Ich mag den Titel. Ja, das stimmt. Der Titel hatte es mir damals auch angetan. Dann Wilfried Blunt, Ludwig der Zweite, König von Bayern, eines meiner kleinen Steckenpferde. Ich liebe ja alles, was mit dem Bayernkönig zu tun hat. Ist auch schon sehr, sehr alt, dieses Buch. Zumindest schon sehr lange in meinem Besitz. So, zu Hanni und Nanni brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Nichts sagen. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, das... Hier haben wir nochmal Hanni und Nanni bei Retten die Pferde. Das hatten wir gerade bekommen von meiner Cousine. So, und dann haben wir hier Enid Blyton, ganz, ganz lang. Das sind noch teilweise, dies ist noch aus meiner Kindheit. Enid Blyton, Geschichten vor dem Schlafengehen. Damit ist die kleine Ilona schon ins Bett gegangen. Das ist auch ein ganz, ganz altes Buch, lauter Sachen zum Lesen und Lachen. Ich habe Enid Blyton unheimlich gerne gelesen als Kind. Also meine ersten Leselieben. Und die anderen beiden Bücher da sind von Ellen de Botton oder was auch immer. Romantische Begegnung und Isabelle. Der Autor ist ja total beliebt, aber wir konnten jetzt weniger damit anfangen und haben es jetzt erstmal ins Regal gestellt, also von unserem Sub runter. Weil wir wissen, dass wir jetzt die nächsten Jahre nicht dran gehen. Ja, wir haben beide einen Versuch gestartet, sind beide gescheitert. Hier haben wir von T.C. Boy, Willkommen in Belleville. Das ist die Geschichte um den Erfinder der Cornflakes. Was ganz spannend eigentlich ist, Cornflakes wurden eigentlich erfunden, um die Männer impotent zu machen. Und er war schon ein ziemlich radikaler Mensch.
Ich hatte es angefangen zu lesen, aber vielleicht hat mich das Buch in einem falschen Augenblick erwischt. Dafür brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe und ich werde es auf alle Fälle, werde ich da nochmal einen Versuch starten. Aber jetzt in nächster Zeit ja. Nicht. Flavia de Luz hat leider einen kleinen Wasserschaden. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Aber gut, wer mich kennt, der weiß, ich mag die kleine Giftmischerin. Und ihr findet auch die Rezi zu den beiden Büchern unten in der Box. Und es Band gibt drei. Auch schon Band 3, aber zu dem kommen wir ja dann bei den Büchern, die hinter uns in den Videos immer zu sehen sind. So, dann haben wir von John Brady Als Gott Harley Davidson fuhr. Das ist auch ein Roman, ja, ich sage jetzt mal einfach auch ein esoterischer Roman. Geht auch so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Hat mir damals auch sehr gut gefallen. So, und schon wären wir bei Jule Brandt. Ja, Jule Brandt war ja meine favorisierte Autorin während der Jugendzeit. Es ist Kerstin Gier. Das habe ich ziemlich spät rausgefunden. Ich habe immer mich gefragt, ob Jule Brandt überhaupt nichts mehr schreibt. So, Hölle mit den guten Sitten ist schon leicht angeknackst an den Rändern. Es ist immer mit im Schulranzen gewesen. Das ging bei meinen Freundinnen von Hand zu Hand. Ich liebe dieses Buch und ich liebe einfach die Geschichte von Kathi und ihrem Teufel. Ja, es ist wirklich total süß geschrieben, wie sie dann da in der Badewanne sitzt, sich einen anzwitschert und auf einmal sitzt dieser Teufel auf ihrem Badewannenrand. Eine richtig lustige, schöne, paranormale Romanze. So. Das ist dann Teil 2 zu Kathi. Genau, der Teufel und andere himmlische Liebhaber. So, dann hat uns noch mehr zum Lachen gebracht als der erste Teil. Die Davids waren eine Gott, verschwindet da gerade. So, Lügen haben schöne Beine, auch Jule Brandt, das gefällt mir besonders gut. Es ist halt die Geschichte von einer Fabrikantenfrau, die ihr Mann erwischt, mit ihrer besten Freundin und sie zieht dann aus. Ihre Tochter gibt sie als Au-pair-Mädchen aus, weil sie sich für sie schämt und sie restauriert dann ein wunderschönes Bauernhaus. Aber dazu gibt es auch unten eine Rezension. Genau. Schluss mit lustig. Ja, Schluss mit lustig habe ich nur einmal gelesen, kann ich jetzt nichts mehr zu sagen, ist irgendwie völlig aus meinem Kopf raus. Und Sektfrühstück mit einem Unbekannten. Ja, das Buch spielt in Italien. Es ist eine Entführung dabei. Es ist ein wenig Spannung dabei. Aber wie immer der typische Jule Brandt bzw. Kerstin Gier-Charme. So, eine für vier habe ich jetzt erstmal da reingestellt, weil ich andere Serien zu Ende führen wollte. Rezension findet ihr unten. So, Buntschatten und Buntschatten und Fledermäuse habe ich angefangen zu lesen, war aber nicht das, was ich gesucht habe. Also es ist wieder ins Bücherregal erstmal gewandert. So, dann... Ups. So. Libra Bray, der geheime Zirkel Gemmas Visionen, habe ich nur diesen einen Teil von gelesen. Ist auch schon ziemlich lange her. Ich fand es nicht schlecht, aber es konnte mich nicht so begeistern, dass ich gesagt hätte, so, die anderen Bücher brauchst du jetzt auch ganz dringend. So, dann von Thomas Brezinaps, der Hilfe, ich bin Prinzessin, auch ein Büchereibuch. Und dieses Buch ist jetzt teilweise 19, glaube ich, aus der Serie, deswegen noch nicht gelesen. So, Thomas C. Brezina, der Kicherhexenclub. Nur Jungs. Und das ist ein richtig süßes Buch, eine richtig süße Reihe. Hier sind jetzt die ersten drei Bände drin. Ja, dazu wird es wohl noch eine Rezension geben, aber auch erst, wenn wir den dritten Band dann gelesen haben. Aber jedenfalls, es ist schon mal eine Empfehlung, wer eine kleine Hexe zu Hause hat, das Buch können wir wirklich so empfehlen. Dann habe ich hier von Heidi Bronner, Oh, diese Tiere und unser Vater, der Tierarzt. Ja, das ist, sind schon sehr, sehr alt. Nichtsdestotrotz waren sie sehr nett, haben mich gut unterhalten. So, Emily Bronte, Sturmhöhe, konnten Ma und ich jetzt nichts mit anfangen, aber wir werden dem Ganzen vielleicht nochmal irgendwann einen Try geben. Ihr wisst ja, falsches Buch zur falschen Zeit und schon ist so ein Klassiker gefloppt bei uns. Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem. War mir zu schwierig in dem Moment, wo ich es angefangen habe zu lesen. Also ist er jetzt erstmal hier gelandet. So, dann habe ich hier die Grimm-Akten von Michael Buckley. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Das ist der zweite Teil. Und die Spur des Riesen ist der erste Teil. Ist wieder ein modernes Märchen. Und die Rezi werdet ihr in den nächsten Tagen dann auch finden.
So, dann haben wir von Marc Buhl Das Paradies des August Engelhardt. Habe ich mich riesig drauf gefreut, wollte ich unbedingt lesen. Er war ja ein ganz extremer Mensch. Er hat eine eigene Religion für sich geschaffen. Es rankte sich sehr um die Kokosnuss. Ich wollte es dann einfach nicht lesen, weil meine Fantasie dann schnell mit mir durchgeht, wenn da die Missionare gegessen werden und wenn Hunde an einem Spieß über dem Feuer gebraten werden. Das kann ich nicht so gut haben. So, dann haben wir Sarah, die kleine Prinzessin, ist eins meiner Lieblingsbücher von Frances Hodgson Burnett oder Hodgson Burnett. Naja, sie hat auch Der kleine Lord geschrieben, der daneben steht. Und beide Bücher kann ich nur empfehlen. Es sind Klassiker und man sollte sie gelesen haben. Und besonders schön kommen diese beiden Bücher zur Weihnachtszeit. Ja, und dann sind wir hier bei Jim Butcher. Fängt an mit Sturmnacht. Piep, piep. Das ist das hässlichste Cover, was wir wahrscheinlich im Schrank haben. Aber bei Silberlinge geht es dann schöner zu. Ja, da wird es dann schon schöner. So, und das ist die Geschichte eben um einen Detektiv, einen Magier, aber eben ein Privatdetektiv. Er ist immer ziemlich blank. Er erinnert ein bisschen vielleicht auch an Snape, so von seiner Art, aber er ist wirklich so raue Schale, ganz weicher Kern, er ist ein ganz tougher und mir gefallen diese Bücher sehr, sehr gut. Ich habe da jetzt 6 von gelesen, der 7. steht schon bei mir auf dem Sub und wartet, dass ich ihn lese, nur ich bin jetzt einfach ein bisschen aus der Geschichte raus und das schreckt mich jetzt wieder da neu einzusteigen. Es ist jedenfalls Moms Lieblingsdetektiv. Mir war das Ganze zu brutal. Das ist nichts für mich. Und ja, es geht schon teilweise recht heftig. Aber so. Wer zum Beispiel Die Flüsse von London von Ben Aronovich mochte, der wird hier sicherlich seine Freude haben. Ja, das war jetzt für mich eben auch ein Grund. Jim Butcher, ich mag diese Serie unheimlich gut. Nicht umsonst habe ich so viele Bücher davon gelesen. Und da waren Die Flüsse von London, hatten es da schon schwer.